Calcio Berlin, Wahlkampf! Herzlich willkommen, da sind wir wieder zurück. Mein Name ist Nico Heimer, das ist Christoph Krüger und das ist Niklas Boomersohn. Was geht ab? Ja, Niklas hat, Niklas hat Schriftgröße 36 bei seinem Skript. Das ist so, die Buchstaben sind so groß. Er muss auch schnell scrollen beim Vorlesen. Aber nee, es ist nie 2 gegen 1 hier. Was machen wir heute? Ich weiß es nicht, ich habe nicht aufgepasst. Ich bin da so senil, ich kann mich da nicht mal dran erinnern. Hat nichts mit senil zu tun, dass du schlechte Augen hast. Nee, es hat auch nichts mit senil zu tun, dass du Technik kategorisch ablehnst in deinem Leben. Niklas ist angefressen, den haben wir jetzt schon. Wir machen heute. Kassiert am Ende. Was ist das beste WM-Spiel der Geschichte? Das ist die Frage, der wir uns heute widmen. Bewusst der Geschichte, das heißt, es gibt kein magisches, arbiträres 2000er-Limit, das wir auch schon sehr oft gesetzt haben und auch gerne wieder verwenden werden, aber heute schade nicht. Schade eigentlich. Und eine Sache, die wir so als unausgesprochene Regel so ein bisschen mit reingenommen haben, zumindest ich. Ich habe jetzt das 7-1 Brasilien-Deutschland nicht wieder eingereicht. Ich finde aber auch nicht, dass es das beste WM-Spiel ist. Also ja, aber ich finde, man könnte es schon irgendwie argumentieren, weil aus deutscher Sicht, deutscher Sicht, ja, aber also für mich muss ein Spiel eng sein, damit es als richtig gutes Spiel galt. Ja, natürlich war das ein geiles Spiel aus deutscher Sicht. Es ist ein historisches Spiel, aber nicht das beste in meinen Augen. Genau, und vor allem alle Brasilianer werden es definitiv nicht als das beste bezeichnen. Nee. Und ein spannendes Spiel. Nee, die ewige Schmach. So wird es in Brasilien. Genau, mehr Potenzial, heute Chris erzählt. Ihr wisst, wie es läuft. Wir losen jetzt aus und dann hat hier jeder eine Minute Zeit, um seinen Take zu präsentieren und am Ende wird abgestimmt. Und das ist natürlich das Problem ist, wir haben jetzt Niklas schon so sauer gemacht, dass er jetzt schon sich eine Anti-Haltung angeeignet hat. Das heißt, er muss sich jetzt überlegen, auf wen er sauer ist und ich bin es vermutlich. Ich bin doch die Nummer 1 auch noch dazu. Also ich bin die 2. Ja, also nicht vergessen, Krügi hat dich so sauer gemacht, nicht ich. Ich glaube nicht sauer, ja. Kocht vor Zorn, Junge. Laber ich nicht voll, Junge. Ah! Ich dachte, er schlägt mich, entschuldige. Gewalt am Arbeitsplatz. So. Nicht zu unterschätzen. Junge, ey. Bist du ready für deinen 72er Buchstabengröße-Case? Psychologische Kriegsführung ist das. Oh. Okay. Er muss sich ja wahrscheinlich der Jahreszahl seines Tores anpassen. Ja, es kann sein. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Es geht nicht um Tor, Christoph, geht ums Spiel. Ach, scheiße, ich sage jetzt Folgendes. Niklas Levinson, ab jetzt in aller Ernsthaftigkeit, ich will dich weiter provozieren, denn das hier ist immer noch am Ende des Tages eine wichtige Arbeit. Und deshalb sage ich, Niklas Levinson, bist du ready? Ja, komm. 3, 2, 1. Das beste WM-Spiel der Geschichte war WM-Halbfinale Italien gegen Deutschland. Namen, die in diesem Spiel für Deutschland auf dem Aufstellungsbogen stehen. Sepp Maier, Berti Vogts, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Wolfgang Overath, Gerd Müller, Jürgen Grabowski. Soweit, so legendär. Als wäre die schiere Ansammlung an Weltklasse-Spielern, übrigens auch auf italienischer Seite, nicht schon monumental genug, findet dieses Spiel auch noch in einem der monumentalsten Fußballstadien der Welt statt. In der stickigen Hitze von Mexico City versammeln sich am 17. Juni 1970 im Aztekenstadion über 100.000 Menschen. 100.000 Menschen, die das große Glück haben, ein Fußballspiel zu sehen, das heute besser bekannt ist unter dem Namen Jahrhundertspiel. Warum? Weil es nach 90 Minuten 1:1 steht, nach 120 Minuten steht es 4:3 für die Italiener. Führung Deutschland, Ausgleich Italien, Führung Italien, Ausgleich Deutschland, Siegtreffer Italien, Gianni Rivera. Alles innerhalb von 15 Minuten. 15 von 120 Minuten, die dieses Spiel zum besten WM-Spiel aller Zeiten machen. Das Spiel des Jahrhunderts, so wird es genannt. Wir haben jemanden kennengelernt, Christoph Krüger, wenn du dich erinnerst, der vor Ort war, als wir in Rom waren. Ja, nee, nicht beim Spiel. Kein Spieler. Nicht beim Spiel. Nee, stimmt, der hat uns erzählt, wo er das gesehen hat und dass er einen Marmortisch kaputt gemacht hat während des Spiels. So oder so ähnlich. Als deutscher Fan oder als italienischer Fan? Marmortisch? Ja. Nee, der Vater seines Dates, da hat er es geguckt. Und der war zwischenzeitlich so sauer, dass der einen Marmortisch kaputt gemacht hat. Ja. Also, das Spiel hat große Emotionen ausgelöst und trägt den Namen natürlich nicht umsonst. Ich bin der Zwei, hat jemand eine Uhr? Ja, habe ich, natürlich. Okay. Ich bin ready. Dann bringe ich dich rein mit einem 3, 2, 1, bitteschön. Was braucht das beste WM-Spiel aller Zeiten? Ich biete ein zerrüttetes Land, einen übermächtigen Gegner, ein spätes Siegtor nach hohem Rückstand, ein Spiel, das später als Geburtsstunde einer jungen Republik bezeichnet wird. Ich biete Europas Fußball des 20. Jahrhunderts auf der einen und dem Fritz-Sei-Wetter auf der anderen Seite. In diesem WM-Finale tritt die Goldene Elf an. Eine Mannschaft, die seit 4 Jahren nicht geschlagen wurde, amtierender Olympiasieger und Europameister ist und die als erste Mannschaft aller Zeiten England auf dem heiligen Rasen des Wembley nicht nur geschlagen,
sondern gedemütigt hatte. Unumstritten gelten sie vor diesem Spiel als beste Mannschaft aller Zeiten. Und nach dem Spiel? Sie werden verhört, verbannt und inhaftiert. Es ist nicht nur das Ende einer goldenen Elf, es ist das Ende Ungarns als große Fußballnation. Und das alles nur, weil Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt. Der Fußball hat viele große Spiele gesehen. Doch Deutschlands 3:2 gegen Ungarn vor 68 Jahren in Bern war wahrlich die Mutter aller Wunder und das beste WM-Spiel aller Zeiten. It's some old shit here. In meinem Ursprungstake hatte ich was eingebaut, womit ich das Jahrhundertspiel direkt versucht habe wegzuslendern. War mir nicht gut genug, deswegen habe ich es rausgenommen. Ja, das wäre schön gewesen. Ja. Ich will was predikten, aber ich darf ja nichts sagen. Muss ja immer das Maul halten hier. Okay, bist du ready, Christoph Klöckner? Ja, in dem Video hast du dem Mantra Maul halten auf jeden Fall, hast du dem Rechnung getragen. Ja, yeah, das mache ich immer. Ja. Da kann man sich auf mich verlassen. Mhm. Du machst die Zeit, okay. Bist du ready? Mhm. 3, 2, 1, bitteschön. Ich habe einen krassen Außenseiter mitgebracht. Das taucht nicht in irgendwelchen Rankings zu diesem Thema auf oder eher selten. Es war bei einer WM noch dazu, die nicht gerade die tollste war. Es bringt nicht diesen Legendenstatus mit wie andere. Aber wenn es um das beste WM-Spiel aller Zeiten geht, finde ich, sollte es zumindest mit dabei sein. Und wenn ich mir diese Spiele aus den 70ern oder sogar noch 50er Jahren angucke, dann kann ich keins davon als das beste Spiel bezeichnen. Kein Tempo, keine Dynamik, Standfußball, 100 unpräzise Schüsse aus der Distanz. Der Fußball wurde immer anspruchsvoller, schneller und qualitativ besser. Und in meinen Augen gipfelte das Ganze im Viertelfinale 2018 zwischen Frankreich und Argentinien. Ein spektakuläres, umkämpftes, spannendes und hochklassiges Spiel mit gleich mehreren legendären Szenen. Der unfassbare Sprint von Mbappé über den halben Platz, Di Maria mit einem Traumtor aus 25 Metern, mit dem Volley von Benjamin Pavard von der Strafraumkante, eines der besten WM-Tore aller Zeiten, und dann noch zwei Tore von einem jungen, unwiderstehlichen Kylian Mbappé. 4:3 am Ende, der spätere Weltmeister zieht spektakulär ins Halbfinale ein und der beste Fußballer aller Zeiten muss mal wieder nach Hause, vorzeitig. Ja, hast du ein bisschen drüber gemacht. Oh, habe ich ein bisschen überzogen, sorry. Zweieinhalb Minuten. Wir sind da nicht so. Interessant. Ich habe darüber nachgedacht, aber nur nachgedacht. Ich möchte eines der Kernargumente von deinem Case direkt kaputt machen. Mach mal. Und zwar insofern, dass du kannst nicht mit der Spielqualität argumentieren, weil das ist genauso, um es mal loszulösen. Doch, kann ich schon. Nein. Ich löse daraus mal. Wenn du, und ich bin ja ein Filmmensch, wenn ich zum Beispiel jetzt, es gibt einen alten Dawn of the Dead aus den 70ern, das ist so der erste Zombie-Film. Wenn du den heute guckst, dann lachst du dich kaputt und denkst dir, was ist das für ein Müll, den wir da gemacht haben. Aber dieser Müll ist gemessen an dem, was es damals war, bahnbrechend gewesen und die Spitze von dem, was drinne war, und hat gleichzeitig auch den Grundstein gelegt für das, was danach kam. Und deswegen, du musst immer Sachen in ihrem historischen Kontext betrachten, anders geht's gar nicht. Das stimmt schon, allerdings. Ich dachte, dass du mit einem moderneren Spiel kommst und dass ich mit dir diese Diskussion führen wollte. Deswegen ist es ja angenehm für mich, dass du. Ich muss da gar keine Diskussion führen, weil das stimmt natürlich zu 100%. Aber trotzdem bin ich der Meinung, hat sich ja der Fußball weiterentwickelt. Das kann man ja nicht verschweigen. Ja, aber dann muss man sagen, dann kann man ja nur vom letzten Turnier was nehmen. Hab ich ja. Ja. Und alles andere wäre dann damit raus. Das kannst du ja nicht wollen. Es gab ja auch noch gute Spiele, wann anders. Natürlich waren das gute Spiele, aber Fußball. Ich hab mir eine Viertelstunde lang Highlights von diesem Jahrhundertspiel angeguckt. Und ja, bestimmt, wenn man in der Zeit gelebt hat und diesen Fußball kannte, war das bestimmt hochdramatisch, hochspannend. Und nichts anderes ist es messbar. Mir sind die Füße eingeschlafen. Das ist schon okay, aber aus der heutigen Sicht, 2022, 1970 waren das Weltklasse-Mannschaften, die besten, die es gab. 1954, das war die Spitze des Fußballs. Ja, stimmt. Die hätten so den Turm von Babel gebaut. Hier immer höher, weiter, besser. Das ist so. Ja. Muss ich noch umgucken. Stichwort die Hure Babylon. Ja, das guckt jemand so in der Firma zu haben. Ja. Okay, an dieser Stelle zuallererst mal Snaps. Snaps? Ja, wen haben wir? Das klingt, als würden wir über. Als würden hier bei der Holländer über Schnaps reden. Schnaps, Snaps. Ich hätte gerne Snaps, wenn das geht. Ich hatte noch mit dabei, weil es einfach als Spiel schön war. Es war halt leider kein K.O.-Spiel, deswegen hat ein bisschen Dramaturgie gefehlt. Tatsächlich auch von 2018 das 3:3 zwischen Portugal und Spanien. Wo Ronaldo den Dreierpack macht mit dem Freistoß am Ende. Das war auch ein absolut monströses WM-Spiel. Definitiv auch ein Spiel, über das ich nachgedacht habe. Ein weiteres Spiel, über das ich nachgedacht habe, kam hier letzte Woche schon prominent vor. England-Argentinien. Alleine, weil da zwei der legendärsten Tore der Fußballgeschichte gefallen sind, hätte mich nicht gewundert, wenn das hier heute jemand präsentiert. Es ist halt eins der legendärsten Spiele, aber die Engländer waren jetzt auch nicht so gut in dem Spiel.
WM-Viertelfinale 98, Brasilien gegen Dänemark. Yes, da habe ich tatsächlich heute mit einem Brasilianer drüber gesprochen. Aber über das gesamte Turnier eigentlich geredet. Da waren nämlich einige Banger-Spiele in dem 98er-Turnier. Da war unter anderem auch das Achtelfinale von Dänemark, wo sie in der Gruppe sich durchgewirkt haben und gegen diese absolut, ich glaube, die bei Olympia auch so krass war, nigerianische Mannschaft gespielt haben und dann die 4-1 nach Hause geschickt. Aber das ist natürlich auch eine sehr gebrandete Perspektive von mir. Das ist halt immer generell immer schwierig. Also viele zum Beispiel sehen auch Italien gegen Deutschland 2006 ganz weit vorne mit dabei. Ich habe darüber nachgedacht. Das hätte ich nicht verkraftet. Das hätte ich nicht verkraftet, dafür ein Case zu machen. 0-0 mit Verlängerung? Ja, es war nur eine Verlängerung, dramatisch. Aber es war hochintensiv, dieses Spiel. Und es hat sich halt so, wirklich von Sekunde 1 eigentlich so angefühlt wie ein Fehler hier und das Ding ist entschieden. Und ich erinnere mich daran auch noch, dass es eines der intensivsten Spiele war, die ich jemals geguckt habe. Ja. Aber genau das, es ist super schwer, 0-0 mit Verlängerung zu verkaufen und zu sagen, das ist das beste WM-Spiel. Und ich finde, wenn eine Verlängerung dir mehrfachen Führungswechsel und 5 Tore innerhalb von 15 Minuten schenkt, dann ist das schon nicht so schlecht. Dann ist das schon ein dickes, fettes Paket, was du damit kriegst. Wenn es vorher auch schon 1-1 stand. Also 8 Tore, so eine Verlängerung, die Spieler auf dem Platz, also viel, viel. Und vor allem die Kulisse, muss man auch sagen. Also das ist natürlich, da können die Spieler nichts für. Ja. Aber 102.000 Menschen, absolut brütende Hitze, das ist ja eine Kulisse, die ist ja. Das Ding damit ist für mich so ein bisschen, dass sie halt das Finale im selben Stadion gespielt haben, da waren nochmal 10.000 Leute mehr dabei und Pelé hat seinen letzten großen Titel gewonnen. Und das ist das Jahrhundertspiel und das ist das Spiel, woran ich immer denke, wenn ich bei dem Turnier denke. Das ist vielleicht mein eigenes Problem, aber so geht's mir damit. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es ist nicht umsonst, wir haben das brühwarm erzählt bekommen, ein sehr, sehr intensives Spiel gewesen. Der Sack hat natürlich eben in seinem Case was eingebaut, den Fritz sei Wetter. Ja. Hat natürlich hier den Fritz sei Wetter. Das Besondere an dem Spiel, ne, um nochmal ganz kurz darüber zu reden, viele von euch werden vielleicht das Wunder von Bern gesehen haben, aber man muss halt nochmal ganz klar sagen, dass diese ungarische Mannschaft mit Abstand das Nonplusultra war, was es gab im Fußball. Ja, Hidekuti und natürlich Ferenc Puskas, der ja auch das 1-0 gemacht. Die Ungarn führen nach 8 Minuten 2-0 in diesem Spiel. Auf der Wikipedia-Seite, der deutschen Wikipedia-Seite für dieses Spiel ist ganz cool, sind so die meisten die Radioreportage und TV-Reportage sind verloren gegangen. Aber es sind noch, ein paar von den Sachen sind auch noch da. Unter anderem auch schon der Abgesang auf die deutsche Mannschaft im Stand von 0-2. Ja. Sie kommen zurück. Sie kommen zurück in Halbzeit 1 noch, gleichen sie das aus. Und dann in Halbzeit 2 ist es wirklich, merkst du den Ungarn an, dass sie schock sind, dass sie Angst haben vor dieser deutschen Mannschaft. Und trotzdem attackieren sie immer weiter. Und dann ist es eben der Boss Helmut Rahn aus zweiter Reihe, der. Und natürlich habe ich dabei etwas dick aufgetragen. Aber tatsächlich war das nicht unwichtig für die junge Bundesrepublik, dieses Turnier und dieser Titel. Dass es die Geburtsstunde der Republik war, das wurde danach so ein bisschen getitelt, ist natürlich an sich Quatsch, weil zeitlich einfach schon Quatsch. Ja. Aber es war das erste Mal, dass halt wieder so ein Gefühl aufgekommen ist nach dem Krieg, der nun noch nicht allzu lange her war, dass man sich so ein bisschen, dass man ein Gemeinsamkeitsgefühl entwickelt hat. Und deshalb wurde es von niemand anderem als Meyer Vorfelder so bezeichnet. Berliner Clubs am Montagmorgen, deutsche Mannschaft von 54, besser nicht auf Amphetamin testen. Ja, und besser. Ja, ich wollte noch was mit Stollenschuhen machen, aber bin da nicht hingekommen so schnell. Also, aber ich weiß nicht, ob es erwiesen ist, aber das steht schon. Gibt die Gerüchte, aber es gibt die Gerüchte, glaube ich, tatsächlich für alle beteiligten Spieler gab es. Ich glaube ehrlicherweise, dass sie damals. Okay, sind wir mal ganz ehrlich. Also, Zweiter Weltkrieg, Panzerschokolade, ganz Europa wusste davon. Es würde mich nicht überraschen, wenn alle Sportler das zu der Zeit einfach sich reingedonnert haben. Jetzt mal unabhängig von der Vergleichbarkeit und Dynamik und Tempo und so weiter. Alle das, was ihr für eure Spiele ja argumentiert habt, irgendwie Spannung, Dramatik, keine Ahnung, viele Tore, war ja hier auch. Das war ein Hin und Her. Das war ein Schlagabtausch der zwei der besten Mannschaften dieses Turniers. Da stand auf der einen Seite der junge Superstar mit Kylian Mbappé, Lionel Messi auf der anderen Seite. Dann ging's los, Frankreich geht in Führung. Nach diesem Sprint von Mbappé, da gab's dann 11 Meter. Argentinien ist zurückgekommen mit einem Traumtor. Dann ist Frankreich, glaube ich, wieder in Führung gegangen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Reihenfolge, aber Pavard also, mit diesem Volley. Aber das ist wie Rocky gegen Apollo Creed. Die prügeln sich ins Gesicht die ganze Zeit und das ist auf allerhöchstem Niveau. Aber am Ende sind das Mannschaften, die auf ähnlichem Niveau stattfinden. Hier ist es David gegen Goliath und Goliath fällt. Das hier halt, also Griezmann hat die Führung gemacht, 1-1, 2-1 Argentinien, 2-2. Ach stimmt, Argentinien ist sogar noch und dann stand aber nach 68 Minuten 4-2 für Frankreich und der Anschlusstreffer, das 4-3, fiel dann auch erst in der 93. Also da waren dann schon auch 20 Minuten, in denen so ein bisschen Stecker raus war. Ja.
Stimmt, Lionel Messi, stimmt, die Argentinier und Lionel Messi haben nichts dafür getan, nochmal ins Spiel zurückzukommen. Was ich noch zu meinem Case sagen will, und eigentlich ist es tatsächlich weniger, um euch noch zu beeinflussen, sondern einfach nur, weil es mir nochmal aufgefallen ist, wie viel Ikonisches da passiert ist in diesem Spiel. Ne? Fritz-Walter-Wetter, der Begriff natürlich da geprägt worden. Auch dieses, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt. Turek, du bist ein Teufelskerl, war das nicht auch dieser? Das ist genau daher, Toni Turek, ich glaube, Toni war es, ne? Und insgesamt geht man das halt auch durch und auch die Namen, die du da liest, ich meine, Ferenc Puskás spielt da mit, der 45 Länderspiele für Ungarn macht und dann noch 5 für Spanien später, weil Ungarn ist jetzt, nervt jetzt, ich spiele jetzt nochmal für Spanien. Einfach Wahnsinn und du hast vollkommen recht, es ist aus einer anderen Zeit des Sports, aber ein unglaubliches Spiel und dass ich jetzt hier so weit gehe, ein Spiel zu vertreten, das ich nie im Leben habe sehen können in voller Länge. Ich glaube, das spielt aber auch eine Rolle mit rein, wollte ich gerade mal fragen, weil ich glaube, wir sind ja auch alle so ein bisschen die Generation 100%. Wunder von Bern, ja. Die von diesem Film auch geprägt wurde. Ja, ja. Also, weil der Film hat da maßgeblich mit so beigetragen, dass man davon so ein bisschen beeinflusst ist. Also, weil der hat ja, der war ja schon irgendwie mitreißend und emotional. War ein guter Film. Und da ist man dann schon mitgegangen. Ich hatte vorhin übrigens noch geschrieben, der Fußball hat viele große Spiele gesehen. Das Spiel des Jahrhunderts, die ewige Schmach, die Mutter aller Niederlagen. Doch jede Mutter braucht einen Vater. Und der Vater aller legendären Spiele fand vor 68 Jahren statt. Da auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Die schlimmste Szene fand ich am Wunder von Bern, als der Hase von dem. Ja, das fand ich so schlimm, dass ich dachte, dass es mir passiert ist, weißt du noch? Ach stimmt, ja. Du hast mein Vater. Hast es als dein eigenes. Also als die Geschichte meines Vaters dann erzählt. Weil das hat mich so traumatisiert. Ja, lirum larum. Ja, wir müssen abstimmen. Ja. Und Der ist es, ne? Aber ich lasse euch noch mal schreiben. Für mich ist die Sache relativ klar. Und ich kann natürlich über die Qualität des Fußballs schimpfen, wie ich will. Aber es ist schon relativ logisch, dass hier nicht ein Spiel von der WM 2018 gewinnt, höchstwahrscheinlich. Aber letztendlich, ja, das war ein krasses Comeback. Ja, es war Underdog gegen den großen Favoriten. Aber irgendwie ist das Spiel natürlich auch in Deutschland ein bisschen glorifiziert, natürlich, weil man Weltmeister geworden ist. Das sind 4 Jahre ungeschlagen, 32 Spiele. Das ist europaweit, wird es als Wunder bezeichnet. Ich finde, also alles, was ich sagen möchte, es stimmt einfach nicht, dass es glorifiziert wird. Mehr, natürlich mehr, weil es das Land ist. Aber was ich nur sagen möchte, ist, es ist 9 Jahre nach dem Krieg gewesen. Und wenn wir, also dann, jetzt machen wir eine politische Kiste auf, aber das ist halt nicht so ein Feel-Good-Ding, ist es halt vielleicht dann doch nicht, wie man es dann auch hinten raus sportlich mal so gemacht hat. Wie auch immer, auf jeden Fall. Es ist ja nach dem Krieg. Ich meine, es ist doch. Aber es sind ja die Deutschen waren aber die Bösen. Ja, natürlich waren die Deutschen die Bösen. Aber bis wann? Wo war dann der Cut-Off-Point? Ja, nee, nur. Immer noch. Ja, gut. Wie auch immer, auf jeden Fall ist für mich das legendäre Jahrhundertspiel doch noch ein Ticken dramatischer gewesen. Und letztendlich hat Deutschland ja nicht mal gewonnen, sondern ist rausgeflogen. Krasse Mannschaft, krasses Spiel. Das Jahrhundertspiel 1970. Nicht zufrieden mit deiner Argumentation gegen 1954, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem habe ich dasselbe Ergebnis. Niklas wäre nicht mit der anderen Argumentation gegen 1970 zufrieden. Wir sagen in Deutschland 1970. Ich sage dazu folgende Sache. Ich halte den Titel Jahrhundertspiel für slightly drüber. Trotzdem halte ich es für den stärksten Case von den dreien hier. Ich find die Bezeichnung auch komisch, ehrlich gesagt. Aber es. Das hieß vor allem seitdem so. Vor allem, und es war 1970. Vor allem Jahrhundertspiel, ja, vielleicht in einer WM, in einer Weltmeisterschaft, aber ja nicht das Jahrhundertfußballspiel. Ja. Da gab es ja krassere Spiele. Niklas darf nicht abstimmen, wir haben einen Gewinner. Ich wollte gerade sagen, jetzt wird hier. Jetzt mach ich nochmal unbeliebt. Jetzt wird schon mal so quasi im vorauseilend mein Gewinner-Case nochmal in den Dreck gezogen. Ich stimme für. Ja. Dem Fritz sei Wetter. Ich stimme für Bern. Damit habt ihr es. Das Jahrhundertspiel 1970 WM-Halbfinale Deutschland Bern. Gegen Italien ist das beste WM-Spiel aller Zeiten. Und für die von euch, die davon noch nie gehört haben, und ich weiß, dass es einige sind, Highlights angucken. Die 15 Minuten Highlights. Und sagt uns eure persönlichen Gewinner-Cases. Tschüss.